Hallihallöchen, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu Fallout 4. So. Zu Fallout 4 im Institut sind wir da immer noch. Und ich habe jetzt doch mal tatsächlich ein bisschen gegoogelt, weil ich ja so verzweifelt hier am Rumirren war. Und Gott sei Dank haben wir das Serum beim Rumirren noch gefunden. Allerdings ist es folgendermaßen: Hätte ich die falsche Antwort gegeben. Wäre es jetzt so gewesen, dass wir wirklich bei allen Fraktionen verkackt hätten, weil wir uns dann damit dem Institut angeschlossen hätten. Du warst also dabei, als die Bomben. Oh, labert mich nicht voll hier. Lass mich mal kurz hier reden, ja? So. Hätte ich die falschen Antworten gegeben, wäre es jetzt tatsächlich so, dass wir bei allen verkackt hätten. Ich habe aber. Ich bin ihm die Antwort schuldig geblieben, ob wir jetzt beitreten oder nicht. Wir müssen allerdings, um hier wieder rauszukommen, trotzdem habe ich gelesen, die ganzen. Fritzen kennenlernen, die ganzen Abteilungsleiter. Das heißt, ja, werden wir dann halt mal zwangsweise machen müssen. Aber danach kommen wir anscheinend wieder raus und wir haben uns noch nicht im Institut angeschlossen. Das ist super. Ich habe mich auch selber nicht gespoilert. Es war wirklich Gott sei Dank nur das dargestanden, wie ich hier wieder rauskomme. Ich habe extra versucht, so danach zu googeln, dass ich mich nicht selber spoiler. Und es hat funktioniert. Deswegen lernen wir jetzt leider doch mal die ganzen Abteilungsleiter hier kennen. Auch wenn ich da absolut keinen Bock drauf habe. Aber naja, was willst du machen? Die neueste Synth-Generation ist erstaunlich. Clayton Holdren. Die Leute in der Robotik vollbringen Wunder. Das ist schön. Entschuldigung, Doktor. Willkommen. Widerstehe, schön, dass bitte du hier bist. Dran, die Dr. Clayton Holdren, Leiter der Abteilung Biowissenschaft. Ich kann es kaum erwarten, dir unsere Arbeit zu zeigen. Sie ist wirklich atemberaubend. Ja, das glaube ich mit Sicherheit. So, deshalb bin ich nicht hier. Das ist sicher faszinierend, aber deswegen bin ich nicht hier. Natürlich, das verstehe ich vollständig. Lass mich dir, bevor du gehst, wenigstens eine kurze Übersicht über unsere Arbeit geben. Ich fasse mich auch kurz. Wie der Name andeutet, geht es in der Abteilung Biowissenschaft vor allem um Studien in den Bereichen Botanik, Genetik und Medizin. Unser wichtigstes Ziel ist die Sicherstellung der Gesundheit und des Wohlergehens aller Personen im Institut. Dazu bauen wir hochspezialisierte Arten von Flora an, für die Verwendung als Lebensmittel und Medizin. Wir haben uns sogar schon mit synthetischem Tierleben befasst. Du hast bestimmt die Gorillas gesehen. Das ist im Moment noch Liebhaberei. Die Möglichkeiten sind aber trotzdem spannend. Ja. Komm, wir sind einfach mal ein bisschen sarkastisch. Er kann zwar nichts dafür, aber... Ja, ich kann mir nichts Spannenderes vorstellen als künstliche Gorillas. Ich für meinen Teil finde sie faszinierend. Natürlich bin ich ein wenig voreingenommen. Wir haben bestimmt schon viel von deiner Zeit in Anspruch genommen. Aber weißt du schon, ob du zu uns kommst? Ich bezweifle es. Wohl nicht. Ich glaube nicht, dass ich hier reinpasse. Eine große Entscheidung. Aber auch eine seltene und wichtige Gelegenheit. Du musst nichts überstürzen. Ich kann mir vorstellen, dass du dich noch weiter umsehen möchtest. Ich beantworte aber auch gern alle deine Fragen. Fürs Erste reicht das erstmal. Danke. So. Dann mach's gut. Auf Wiedersehen. Ich will eigentlich gar nichts wissen hier. Auf jeden Fall, ich will hier nur wieder raus. Und deswegen quatschen wir euch nur kurz voll. Da können wir ruhig auch mal ein bisschen sarkastisch sein, ne? Ich kann mir nichts Spannenderes vorstellen als Gorillas. Natürlich, synthetische Gorillas. Oder? Waren es synthetische? Keine echten Gorillas. Auf jeden Fall. Egal. Es ist ja auch völlig Wurst. Wir wollen das alles hier gar nicht wissen. Ich möchte, wenn dann, eher das Institut vernichten. Und ganz ehrlich, ich muss dazu sagen, es mag jetzt echt hart klingen, aber ich habe mich echt schon damit abgefunden, dass unser Sohn einfach nicht mehr da ist. Ich habe mich damit abgefunden, glaube ich, mittlerweile. Unsere Frau haben sie mir genommen. Meine Frau haben sie mir genommen. Unseren Sohn haben sie mir genommen. Und er ist weg. Also ich würde sagen... Es ist echt hart, ja, aber ich würde sagen, unser Sohn ist einfach nicht mehr da. Und der Vater hier, ja, der kann mich mal getrost am Arsch lecken. Das ist echt einfach nur ein Institutstyp. Das ist nicht mehr unser Sohn, ganz ehrlich nicht. Also, wir reden mal weiter. Entschuldigung, Doktor. Ah, du bist es. Endlich eingetroffen. Ja, ja. Ich weiß, wer du bist. Wissen wir alle. Vater freut sich bestimmt sehr, dass du da bist. Aber hoffentlich stört das unsere Arbeit nicht. Na, hallo? Das ist eine Beleidigung, ja, ohne Witz. Was, ihr wollt mich hier nicht? Ja, das ist doch mal genau, ihr wollt mich hier nicht. Ich habe den Eindruck, dass du mich nicht hier haben willst. Was ich will, ist in diesem Fall irrelevant. Vater hat seine Befehle erteilt. Oh, bevor ich's vergesse, zeig mir mal deinen Pip-Boy.
Ich soll da einen Runner-Chip installieren, Anweisung von Vater. Bitte was? Du sollst freien Zugang erhalten und das Institut jederzeit betreten und verlassen können. Aber dann könnten die mich auch möglicherweise tracken damit. Aber den freien Zugang, den will ich haben, weil ich will wieder raus. Scheiße, was tun wir jetzt? Was macht der? Hallo. Ein Runner-Chip? Was macht er? Das gleiche, was er auch für die Runner macht. Er schafft eine Verbindung zum Transmitter, sodass sie nach Belieben kommen und gehen können. Und falls dir die Bedeutung nicht ganz klar sein sollte, niemand außer dir hat diese Möglichkeit. Das sollte dir zeigen, wie sehr dir Vater vertraut. Also, wenn es sonst nichts mehr gibt, muss ich zurück an die Arbeit. Alles klar. Das wär's erstmal, danke. In Ordnung. Das ist mir scheißegal, wie sehr er mir vertraut, Leute. Eile führt bestenfalls zur Schlamperei, schlimmstenfalls zum Tod. Genau, zum Tod. Zum Tod von euch allen. Zum Tod von euch allen. Ich meine, wahrscheinlich können die meisten hier nichts für das Ganze, für den ganzen Schlamassel, den ich durchleben musste. Aber, ja, können wir nichts dran ändern. Es wird... Arbeite mit voller Kapazität. Es ist einfach, wie es ist, ja. Es ist einfach, wie es ist. Die werden... Ich muss Berichte ausliefern. Ich weiß ja nicht, wie es... Halt die Klappe, geh weg hier. Ich weiß ja nicht, wie das Ganze hier enden wird. Geh doch mal weg jetzt, Mensch. Melden Deswegen, Sie alles Verdächtige dem SEB. Also die Runner... Ja, ich meine, also letzten Endes, wenn's nicht anders geht, werden halt alle dran glauben. Es ist mir... Sims können Fehlfunktionen haben, wenn das nur nicht so oft passiert. Da bin ich dann wirklich gnadenlos. Werde ich gnadenlos sein, ja. Hi. Manchmal muss man den anderen Abteilungen ein bisschen Druck machen, um zu bekommen, was man will. Hallo, Doc. Ah, da bist du ja. Justin Ayo, stellvertretender Direktor des Synth-Einbehaltungsbüros. Ich will ganz offen sein, wir werden dich in nächster Zeit genau im Auge behalten. Trotz deiner Verwandtschaft mit Vater wissen wir nur wenig über dich. Das verstehst du sicherlich. Es wird doch keine Probleme geben, oder? Verpiss dich? Wir könnten gleich mal sagen, verpiss dich eigentlich, ne? Wir wollen uns hier ja keine Freunde machen. Traust du mir nicht? Hier könnten wir allerdings wieder Überredungskunst nutzen. Ich würde sagen, verpiss dich. Steh mir nicht im Weg, sonst wirst du es bereuen. Das klingt wie eine Drohung, da verstehe ich dich bestimmt falsch. Ja. Drohungen sind für jemanden in deiner Position nicht ratsam. Also, Vater hat mich gebeten, dir einen kurzen Überblick über das Synth-Einbehaltungsbüro zu geben. Wir beschäftigen uns hauptsächlich damit, Synths zurückzuholen, die sich unter den Menschen an der Oberfläche verstecken. Mhm. Warum lassen wir sie nicht einfach gehen? Wenn die Synths frei sein wollen, solltet ihr es zulassen. Synths wollen nicht. Sie sehen vielleicht wie Menschen aus, sind aber Maschinen. Warum sie fliehen wollen, untersuchen wir gerade noch. Unser wichtigstes Instrument ist der Runner, ein Synth der dritten Generation, der an der Oberfläche arbeitet. Runner spüren aus dem Institut geflohene Synths auf und holen sie zurück. Sie sind höchst selbstständig und können kämpfen, infiltrieren und aufspüren. Mit einem Wort, unsere Runner sind gnadenlos. Aber das weißt du bestimmt, da du ja schon einem begegnet bist. Ich würde ja zu gerne wissen, wie du ihn besiegt hast. Ist das wichtig? Warum ist das so wichtig? Wenn es einen Fehler in der Kampfprogrammierung der Runner gibt, muss er gefunden und behoben werden. Ich muss wohl in der Robotik nachfragen, ob sie eine Diagnose der gesamten Produktion durchführen können. Als hätten wir nicht genug Probleme. Also, wenn sonst nichts mehr ansteht, gehe ich wieder zurück an die Arbeit. Ah, geil. Ja, gut fürs Erste. Lass mich in Ruhe. Mal, danke. Also du kannst jetzt aus dem Institut und ins Institut reisen. Nice, Baby. Nice. Gott sei Dank haben wir den Scheiß hier erledigt. Ich will hier raus. Jetzt Moment mal, ich gehe mal kurz hier wieder in das Institut und dann müsste ich jetzt eigentlich von hier aus direkt schnell reisen können. Gott sei Dank wieder. Ich will wieder Todeskrallen mit Todeskrallen kämpfen. Ich will wieder Seuche um mich rum haben. Raus hier. Sprich mit Vater, leck mich am Arsch. Einen Scheiß werde ich machen. Ich spreche mit Des und dann ist gut. Moment, Karte. Einmal auf die Karte, bitte. Hier, Railroad HQ. Geil! Ja! Gott sei Dank, Baby. Gott sei Dank. Raus aus diesem verlogenen Kackort hier. Ja, romantische Begleitung. Ja. Ja. Wow. Huch. Ach, dann portet's mich. Hi, Dance. Tach, alles klar?
Hey, da ist der Bullseye. Bullseye ist wieder da. Ach stimmt, ich heiße ja Bullseye bei denen hier. Stimmt ja. Hey, Des, ich habe vielleicht ein paar Neuigkeiten möglicherweise. Alle sagen, du übertreibst es mit den Camps. Aber meine Augen sind weit geöffnet. Ich sehe. Sprechen. Sie hat mir erklärt, warum, aber ich habe es nicht verstanden. Gott sei Dank. Siehst du, Des, ich hab dir doch gesagt, dass die Molekularstabilisierungsmatrix gehalten hat. Komisch. Gestern warst du dir da nicht so sicher. Ich bin so unglaublich froh, dich zu sehen. Hat es funktioniert? Hast du es in das Institut geschafft? Ja. Ein Paradies. Von wegen. Ich habe meinen Sohn gefunden, dummerweise. Und er ist leider auch noch der Anführer. Ich habe den Leiter des Instituts getroffen. Wie sich herausstellte, war es mein Sohn. Was? War der nicht ein kleiner Junge? Also ich bin schockiert, muss ich sagen. Ich bin schockiert. Ich stehe noch immer unter Schock. Verdammt. Ich kann mir gar nicht vorstellen, was du gerade durchmachst. Hast du außer deinem Sohn auch den Patrioten getroffen? Mhm. Hat Toms Holoband funktioniert? Ja, ich habe ihn getroffen. Ich habe den Patrioten getroffen. Sein Name ist Liam Binet. Ich wusste, dass du das schaffst. Wir brauchen sämtliche Informationen, die du von dort drin mitgebracht hast. Schreib einen kompletten Bericht auf Pams Terminal. Anschließend analysieren wir ihn und überlegen uns den nächsten Schritt. Los, an die Arbeit. Gib den Bericht ins Terminal ein. Was? Wo? Pam. Du musst vorsichtig sein, Mann. Du musst vorsichtig sein, Mann. Das Institut ist überall. Ja, war das gerade ein Rap oder was war das? Mensch-Maschine-Interface. Lass mich mal. 100% gesetzt. Hallo, Agent. So, geh mal weg da. Ich könnte Ihre Hilfe bei der Suche nach einem Ja. Das ist mir egal, was du brauchen könntest. So, ich soll. Bereicht. Ah, ich soll einen Institutsbereich eingeben. Natürlich. Dann tun wir das doch mal. Sprich mit Pam. Bla bla bla. Kann ich platzieren, aber damit. Ja, genau. Achso, ja, das war ja genau. Das war ja das, wo der das Passwort und so von den alten Terminals braucht. DIA-Versteck kann ich dir nicht helfen. Will ich dir nicht helfen. Verstanden. Unterhaltung beendet. Ich will aber was anderes von dir. Es ist Tradition, auf den ersten Erfolg ein Glas zu leeren. Gut gemacht. Was Wichtiges dabei? Wodka hinzugefügt? Codename Patriot benötigt Admin-Daten für Sicherheitssoftware Code Defender. Querindizierung von CIT-Sicherheitsadministratoren mit Volkszählungsdaten von 2077. Filtere nach noch vorhandenen Strukturen. Eine Übereinstimmung gefunden. Bergman Wilfred, eingetragen als Miteigentümer von Cambridge Polymer Labs. Anmeldedaten befinden sich mit einer Wahrscheinlichkeit von 81% in dieser Einrichtung. Nice. Alles klar, danke und tschüss. Danke, Pam. Dann werde ich mir mal... Analyse irrelevant. Komm zurück, wenn du das Passwort hast. Mit etwas Glück haben wir bis dahin einen Schlachtplan. Das will ich hoffen. So, wir holen uns das Kennwort, aber eins müssen wir trotzdem auch noch machen. Das werde ich jetzt davor kurz erledigen. Und du, zwar... Du bist der Wahnsinn. Du hast es bis ins Institut geschafft. Ja, ja, ich bin so cool, ey. So. Ich will nämlich Virgils Antiserum zurückbringen. Der Virgil, der hat uns ja auch geholfen, darum werden wir ihm natürlich auch helfen. Das Serum haben wir schon mal gefunden, jetzt müssen wir es ihm nur noch rüberbringen. Gott sei Dank müssen wir da nicht wieder hinlatschen, sondern können uns schön gemütlich rüberporten. Hui. Na komm. Flütze geschwind. Alright. Und raus hier. Geil. Endlich wieder an der versifften Oberfläche. Endlich. Endlich. Ich will wieder verstrahlte Luft einatmen. Klingt alles ein bisschen seltsam, ich weiß. Aber wenn man erstmal da unten gewesen ist, in diesem falschen, verlogenen Drecksloch, auch wenn es dann noch so schick wie im Raumschiff Enterprise aussieht, es macht keinen Unterschied. Es ist widerlich. Vor allem der Witz ist ja,
hätten wir uns jetzt denen angeschlossen, ja, dann hätten wir im Prinzip alles und jeden verraten, mit denen wir bisher irgendwie in Kontakt geraten sind, ja. Die Minutemen sind gute Leute, die Bruderschaft an sich auch, also an sich auch die Railroad, gut, die Plünderer und den ganzen Scheiß, da können wir drauf verzichten, auf die Raider und den Schrott, aber alle, mit denen wir da bisher in Kontakt geraten sind, sind eigentlich vom Prinzip her gute Fraktionen und wollen nichts Böses. Gut, die Bruderschaft ist ein bisschen radikal, was die Synths anbelangt, aber die haben da halt auch ihre Erfahrungen. Dementsprechend sind die da ein bisschen voreingenommen, sagen wir es mal so. Hier ist wieder schön ein Stürmchen am Start. Das ist sehr lecker. So, Karte. Einmal wieder auf die Karte. Ja, wo ist... Felsige Höhle. Schnack. Halbautomatische und Repetierwaffen feuern bei jedem Betätigen des Abzugs einen Schuss ab. Dazu zählen unter anderem Alien Blaster, doppelläufige... Oh, das ging aber schnell. Ja, leck mich doch am Arsch. Scheiß auf den Geigerzähler, wir gehen nur kurz in die Höhle rein. Da drin ist alles Roger. Und ich bin ja mal gespannt, wenn das wirklich funktioniert, ne? Vielleicht sehen wir danach, wie Virgil wirklich aussieht. Ey Virgil, ich habe da eine Überraschung für dich. Na, lalala. So, wir machen erstmal das Radio aus. Ja, das ist schön. Hallo, so. Gut, schön, dass der Transmitter dich nicht komplett verdampft hat. Ja, das würde ich aber auch meinen. Also hat alles funktioniert? Der Finger hat funktioniert. Nicht ganz glatt, aber es lief. Sehr gut. Und was ist mit dem Serum? Hast du das Serum gefunden? Ach du Scheiße, wir könnten jetzt allen Ernstes auch noch ihn anlügen und sagen, kann es nicht finden? Ah, das ist aber gemein. Er würde es mir aber normalerweise nicht glauben, wenn ich nicht genug Charisma hätte, aber hier würde er es mir glauben. Aber das machen wir natürlich nicht. Wir geben ihm das Serum. Ja, hier ist es. Das ist es. Das ist es wirklich. In Ordnung. Mal sehen. Mal sehen. Würde diese Dämpfe nicht. Das Retrovirus ist gut gereift. Der Dichtegradient ist hoch. Rekombinante gegen Intron-Sequenzen sehen stabil aus. Genau. Transkriptive Exon-Stränge haben sich gebildet. Ja. Ja, habe alles verstanden. Genau. Transkriptive Exon-Stränge. Ja, ist klar, passt. Also, wie das sieht's aus? Also gut. Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Ja. Und zwar? Aus der rein. Ordnung. Los geht's. Ich will sehen, ob es funktioniert. Es schwebt ein bisschen in der Luft, aber sonst alles okay vielleicht? Und jetzt warten wir. Hau mal ab, Protektron hier. Okay. Hallo. Gib mir das Gespräch wieder. Also, wir machen ihm mal ein bisschen Mut. Wir sagen, es wird schon funktionieren. Es funktioniert. Keine Sorge. Ich hoffe es. Wir müssen nur das Retrovirus arbeiten lassen. Ich werde mich ausruhen. Komm in ein paar Tagen wieder. Vielleicht in einer Woche. Dann werden wir sehen. Auf jeden Fall hast du deinen Teil der Abmachung eingehalten. Danke. Kein Ding, Mann. Okay. Das heißt, möglicherweise... Oh, was sehen wir denn hier noch? Bingo. Das habe ich ja noch gar nicht entdeckt. Haha. Energiewaffen verursachen dauerhaft 5% mehr kritischen Schaden. Mitnehmen. So, ich weiß jetzt nicht, ob wir den nochmal besuchen müssen. Müssen wahrscheinlich nicht. Wir gucken, wenn ich es nicht vergesse, vielleicht irgendwann nochmal vorbei. Ich schütze und diene. Aber das ist jetzt nicht vorrangig. Wir haben jetzt erstmal noch eine Mission zu erledigen. Und die gilt dem Institut. So, wir porten wieder... wir porten jetzt nicht wieder zurück. Wir porten jetzt... wo müssen wir denn hin? Wir müssen Polymer Labs. Ja. Genau. So, das hier war irgend so eine Nebenmission. Hier, Kennwort für den Code Defender Cambridge Polymer Labs. Da waren wir noch nicht drin, also porten wir mal kurz hier hin zu den CIT-Ruinen und dann flitzen wir kurz nach links rüber, dann passt das schon. Ne, dann sind wir gleich da. Und dann haben wir hoffentlich gleich das Kennwort. Ach so, dann müsste ich aber wahrscheinlich wieder zurück ins Institut. Ach, ich will da eigentlich gar nicht mehr hin, das ist so widerlich. Egal, alles für unsere Mission. Wir werden nicht aufgeben.
Wir werden nicht nachgeben. Wir werden das Institut vernichten. Ich hoffe, das ist möglich.